Ein Benefizspiel zugunsten Mukoviszidose-Patienten war der Auftakt für den Verein Play for Help, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Betroffenen und Erkrankten nicht nur finanziell den Rücken zu stärken. Der Grund war eigentlich ein Schicksalsschlag von einem Freund. Und zwar ist das der Friseur Degler in Pradl. Der Rainer sammelt seit 10 Jahren für Mukoviszidose-Patienten und hat ein Enkelkind bekommen. Und der Schicksalsschlag hat sich halt leider ereignet, dass genau dieses Enkelkind die Mukoviszidose-Krankheit hat. Und dadurch ist schon das Ganze entstanden, dass man gesagt hat, man nimmt sich ein paar Stunden Zeit im Monat, hat es eigentlich relativ schnell auf die Füße stellen können. Zugunsten des zystische Fibrose-Team Tirol standen sich Prominente aus Politik, Wirtschaft und Sport gegenüber. Beide Teams versuchten verbissen, die Dorpatenschaft der Firma Kneißl in die Höhe zu treiben. Manchmal aber auch vergebens. Die Spieler waren begeistert vom Spiel an sich, aber auch vom eigenen Einsatz. Ja, also es war ein super Spiel, muss ich sagen. Nicht? So wie wir gekämpft haben, nicht? So wie wir ausschauen. Nicht? So haben wir es uns gegeben, muss ich aber sagen. Für uns war das eigentlich ein Debüt. Also wir haben erst angefangen das erste Mal und für das, dass wir ein Tor geschossen haben, bin ich sehr zufrieden. Ja, schon. Ich habe ein Tor geschossen, oder? Nein, mit Mithilfe natürlich der Gegner, aber ja. Unglaublich rasant, unglaublich gefährlich, aber tolle Sache. Wir haben probiert, sie im Raum zu decken, weil wir haben ein paar Fußballer dabei. Es hat natürlich nicht funktioniert. Besonders der Marasek Steffen, der komplett auslassen, der komplett für die Fische, dass er gekommen ist. Ja, was soll man dazu mal sagen? Und die Taktik, am Eis zu überleben, lautet: Langsam fahren, nicht viel schießen und schauen, dass ein Gegner weit, weit weg ist von dir. Weil wenn du mit dem Eislaufen, sage ich jetzt, passiv bist, hat das keinen Sinn, weil da ist die Verletzungsgefahr zu groß. Um zu überleben ist eine gute Frage. Im Prinzip schneller sein als der Gegner. Kopf umlassen, Augen auf. Und einfach Freude haben bei dem, was man tut. Das ist richtig, die Überlebungstaktik. Nicht? Also so quasi sehr viel so tun als ob. Und eher mehr im Rückgang natürlich die Situation beobachten und von da aus die Sache starten, wenn man da mitkommt. Die Gemeinde Mils und auch der Verein EHC Crazy Horn Mils haben maßgeblich die Veranstaltung von Play for Help unterstützt. Wir haben diese Initiative sehr begrüßt und die Eisarena gerne zur Verfügung gestellt. Und ich hoffe, dass ein schöner Spendenbetrag zustande kommt. Und selbstverständlich, für gute Zwecke stehen wir immer zur Verfügung. Und da wir in Mils einfach wirklich eine ganz tolle Sportanlage haben, haben wir gesagt, natürlich, dass wir es gerne unterstützen. Und sie haben jetzt, wenn es auch gut verpflegt. Und da sind einfach die Rahmenbedingungen für so ein Spiel einfach optimal. Ein Abend, der in einer gemütlichen Runde seinen Ausklang fand und bei der Gelegenheit weitere Veranstaltungen geplant wurden. Die Zukunft von Play for Help ist so, dass wir eine Eventreihe eigentlich jetzt gestartet haben. Wir mit diesem Eishockey-Spiel als Startevent. Wir werden jetzt im Februar noch ein Eisstockschießen machen am Sparkassenplatz. Und im März schon fix steht die Rodelschule-Tour auf die Sattelbergalm. Ein Event, das nur Sieger hervorbrachte und zur Nachahmung empfohlen wird. Nur sagen, tausendmal danke für alle betroffenen Eltern, vor allem für alle Kinder. In der Hoffnung, dass auch in den nächsten 10 Jahren wieder so viel passiert, dass es einfach, ja, dass die Krankheit vielleicht irgendwann einmal besiegt werden kann. Und wie es wirklich geht, zeigten die Spieler vom EHC Crazy Horn Mils und EC Gries beim anschließenden Spiel.